Syrum. Bam! Ja, ich bin es wieder. Der Typ, der jeden Tag Keggys Kanalseite aktualisiert, um zu schauen, ob er ein neues Video gemacht hat. Im heutigen Video geht es mal um die Waffengesetze im Libanon. Und um den Libanon im Allgemeinen. Warum gerade den Libanon? Nun ja, ihr werdet ja sicher alle über den Song Paradies von der 187 Straßenbande gestolpert sein. Der dann ja auch für ein paar Tage in den Trends war. Das Musikvideo zum Song wurde im Libanon gedreht und naja, es wurden nicht gerade wenig Schusswaffen gezeigt. Und da habe ich mich halt gefragt, ist das dort legal? Oder wird das Video wieder aufgrund eines behördlichen Hinweises nach ein paar Wochen von YouTube gelöscht, wie es auch bei einem Song von Jizzes passiert ist. Und nach dieser viel zu langen Einleitung jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, fangen wir ganz von vorne an. Im 1. Jahrhundert vor Christus gehörte der Libanon zum Römischen Reich, genauer gesagt zur Provinz Syria, welche eine der reichsten Provinzen des Römischen Reiches war. Doch dann teilte sich das Römische Reich 395 nach Christus in Ostrom und Westrom auf. Der Libanon war nun Teil des oströmischen Byzantinischen Reiches und wurde von Konstantinopel aus verwaltet. Von da an entwickelte sich der Libanon zu einem Zentrum der Christen. Knapp 300 Jahre später wurde der Libanon jedoch im Zuge der islamischen Expansion von den Arabern eingenommen. Und seitdem veränderte sich auch nicht mehr viel in puncto Eroberung. So, wie geht es nun weiter? 1947 bis 1949 war der erste israelisch-arabische Bürgerkrieg. Als Folge dessen flohen viele Flüchtlinge aus Palästina in den Libanon, sodass die Christen nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung im Libanon stellten, sondern nur noch knapp 2/3. Sorry, Franziskus. So teilte sich die Bevölkerung vom Libanon in zwei Schichten. Einmal die Maroniten, also eine Abwandlung der Christen, und die Sunniten, also Moslems. Diese beiden Bevölkerungsgruppen wurden politisch vertreten und standen auch finanziell ganz gut da. Zum anderen gäbe es da die Schiiten, ebenfalls eine Gruppe des Islams. Sie bildeten zu dieser Zeit eine arme, aus Landarbeitern bestehende Unterschicht, auf die auch politisch gesehen keiner einen Fick gab. Mit diesen demografischen und sozialen Veränderungen geriet die politische Grundlage des Libanon verständlicherweise komplett aus dem Gleichgewicht. Und als wäre das noch nicht genug, beschließen auch noch genau zu dieser Zeit Syrien, Ägypten und der Irak die Vereinigte Arabische Republik zu gründen und somit alle Nationen inklusive dem Libanon zu verunsichern, da ein Bündnis von Staaten natürlich fucking nochmal mächtig sein kann. 1958 brach das Machtgleichgewicht der Bevölkerungsgruppen Schiiten, Maroniten und Sunniten dann schlussendlich komplett zusammen. Die Opposition warf dem Staatspräsidenten Wahlbetrug vor und ein mehrere Monate andauernder Bürgerkrieg brach aus. Des Weiteren unterstützte der Staatspräsident die Ägypter nicht, was so ziemlich allen im Libanon nicht gefiel. Deswegen bildete sich eine Front aus Kommunisten, Schiiten, Maroniten, Sozialisten und so ziemlich allen anderen, um gegen den Staatspräsidenten vorzugehen. Die besagte Front nahm 3/4 des Libanon ein. Bei diesem Feldzug starben über 4000 Menschen. Nachdem das schlussendlich alles vorbei war, dachte sich die libanesische Bevölkerung so, okay, das was passiert ist, war ziemlich kacke und viele Menschen sind gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Der Staat hat uns aber kein bisschen unterstützt. Nicht mal das fucking Militär. Also müssen wir uns ab jetzt selbst mit Waffen verteidigen. Und deswegen, um zur Leitfrage des Videos zurückzukehren, gibt es im Libanon jetzt unglaublich viele Waffen im Privatbesitz. Die Regierung scheint dies zu tolerieren, aber ich glaube, sie weiß selbst, dass ein Verbot aufgrund der Angst der Bürger hier nichts bringen würde, da selbst wenn der Staat die Bürger versuchen würde aktiv zu schützen, die Bewohner des Libanon wahrscheinlich trotzdem zu viel Angst vor Krieg hätten und sich Schwarzmärkte bilden würden. So, das war's vom heutigen Video. Schreibt gerne eure Meinung zum heutigen Thema in die Kommentare. Dieses Video war mal wieder richtig viel Arbeit, also smash den Like-Button und damit ciao.